Total trocken und wie neu. Keine Ahnung, für was die gut ist. Okay, Pflegeprodukte. Warte mal. Okay. Einfach mal diverse Sachen austesten. Pömpel, Pömpel, Pömpel. Wir haben ein Pömpel. Nein. Das wäre ja zu schön gewesen. Ah, ein Wäschekorb. Ich warte einfach, bis die Wäschefee erscheint, die Wäsche mitnimmt und dafür Geld in den Korb legt. Niemals ist die Wäsche beim niemals die Wäsche beim Selbstreinigungsprozess stören. Okay, irgendwas übersehen, irgendwas da. Anders als man erwartet, würde zieht diese Lüftung den braunen Mief nicht ab, sondern bläst frische Kellerluft ins Badezimmer. Und weil das Fenster klemmt, drückt es die süß-säuerlichen Aromen durch den Lüftungsschlitz der Tür in den Korridor. Nichts umschmeichelt die olfaktorische Sensorik mehr als der liebliche Verwesungsduft einer Leichenhalle. Ein nasaler Ausblick in die nähere Zukunft für so manch Älteren unter meinen Besuchern. Okay, außerdem komme ich nicht dran. Ich will auch gar nicht. Willst du wirklich nicht? Ja, ist ja gut. Okay. Ah, guck mal. Kannst du mir das öffnen? Hey, Rums, bekommst du vielleicht die Kappe von der Klebstofftube aufgedreht? Sicher, gib her. Ha! 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 Dankeschön! Du mich auch, Onk. Danke! Du hast uns voll geholfen. Ja! Oh Gott, dieses Geräusch. Mir ist immer noch nicht ganz wohl mit dem Leim im Inventar. Im Inventar. Okay. Oh, oh. Ich glaube, es ist etwas Klebstoff daneben gegangen. Ich bekomme mein Inventar nicht mehr auf. Also ernsthaft? Müssen wir jetzt duschen? Das Inventar geht nicht mehr auf. Ich raste aus. Was machen wir denn jetzt? Ah, Nagellackentferner. Ich könnte damit versuchen, mein verklebtes Inventar zu öffnen. So, ganz vorsichtig. Ich brauche eigentlich nicht so viel vor... Mark, durchziehender Schrei. Oh Gott, wie das brennt! Seine Verstopfung scheint sich gerade zu lösen. When the leaf breaks. Ah, puh, war ja gar nicht so schlimm. Inventar wieder einsatzbereit. Nice. Ja, nice. Lustig. So, neuer Versuch. Jetzt hält es hoffentlich. Können wir den Lichtschalter anmachen? Ein bisschen Angst, was passiert. Jetzt müsste alles klappen. Wow. Prozent. Na bitte. Easy going. CD-Laufwerk. Okay. Let's Gamble Video. Check. Was bringt es denn? Bla bla. Okay. Jetzt haben wir das Video.
Wir müssen aber immer noch irgendwie ins Schlafzimmer kommen. Mit dem Pömpel? Nein. Weißt du vielleicht weiter, Sergeant Rums? Ha. Scheinbar nein. Kennst du Gabe? Ach komm schon, auch wenn es kein Bonbon war, hat es doch trotzdem nach Zitrone geschmeckt. Okay, ja, bla bla bla, ich muss einiges erledigen. Keine Ahnung, was du damit willst. Ich habe ein Pömpel. Ein Pömpel. Das könnte funktionieren. Ich nutze den Pömpel als Saugnapf an meiner linken Hand, um an der Fassade entlang zu klettern. Mit der rechten Hand kann ich mich so an der Wand festhalten. Die Handinnenfläche hat sich über die Jahre meinen Lebensstil angepasst. Sie hat die gewölbte Form meiner Maus angenommen und dadurch eine unglaubliche Saugwirkung entwickelt. Zudem sondert sie ein leicht klebriges Sekret ab, was den Saugeffekt nochmals verstärkt. Yeah. Das ist überlebenswichtig, wenn einem die Maus nicht aus der Hand gleiten darf in einer schnellen Runde Solitär. So, schreiten wir zur Tat. Plop, plop, plop. Ah, geil. Und Nyassas! Oh mein Gott! Hallo, Hübscher. Hey, Caressa. Meine alte Pizzateigtasche. Warum hast du nur eine Decke an? Warum trägst du ein Feenkostüm? Zur nächsten Frage. Was machst du denn hier? Ich bin wohl gestern hier eingepennt. Warum hast du dich eingeschlossen? Was weiß ich? Ich war betrunken. Außerdem konnte der Entwickler dadurch den Plot in die Länge ziehen. Ja. Da ist was dran. Wo ist der Schlüssel? Kleinen Augenblick, ich schau nach. Ah, da habe ich ihn. Okay, es ist besser, wenn du die Tür schließt. Geht klar, noch Fragen? Natürlich, ich warte dann im Korridor. Oh mein Gott. Ich will nicht wissen, wo er den Schlüssel jetzt gerade hatte. Milch. Ah, der Companion Cube. Wie cool. Unsere Beziehung ist rein kubisch. I love you. Oh. I love you. Gute Nachtlektüre. Ein erotischer Liebesroman von einem gewissen Rumpletto und seiner Kumita, die voll. Aber im Ernst. Anja und Bab Dani ist ein wirklich tolles Buch. Das ist es wirklich! Kein Product Placement an dieser Stelle, aber ich mag das Buch wirklich sehr. Mit vielen niedlichen Illustrationen von Anuki Morgenstern. Wie die hier einfach mal Werbung für das Buch eingebaut haben. Einfach googeln. Anuki Morgenstern. Das Buch ist wirklich sehr schön. Die ist nicht so untalentiert wie dieser Panzer. Auf jeden Fall ist der Entwickler sehr... Er kann über sich selbst lachen, das finde ich super. Ich liebe dieses Spiel einfach. Wie hart ich das feiere. Aber Anja und Bab Dani ist wirklich eine Leseempfehlung. Muss ich noch mal kurz gesagt haben.
So, sehr lustig. Dinge des nicht alltäglichen Bedarfs. Haha. Alles, was sich halt so ansammelt, wenn man eine Weile irgendwo wohnt. Die Leiter, um da hochzukommen, liegt da auch irgendwo. Das ist klug. Okay, Holy Grenade. Aber nichts, was man noch einzeln anklicken könnte. Okay. Ein Kleiderspind. Darin bewahre ich meine wenigen Kleidungsstücke auf, unter anderem meinen Anzug. Genau den brauchen wir. Endlich habe ich meinen Anzug. Ja. Ziehen wir den auch an? Nein. Wilma. Hoppala. Du hast nichts gesehen? Ei. Den muss ich nicht schließen. Der muss mal auslüften. Hust. Wie geil. Wilma. So, hallo Karasa. Oh, so wie er gekleidet ist, würde ich nur permanent auf das einsame Haar auf seiner Brust starren. Oh, möchte der vielleicht einen Anzug? Nein. Sergeant Rums. Rums? Onk? Ja, was müssen wir denn noch erledigen? Eigentlich ja nichts, ne? Ich habe alles. Auf zum Vorstellungsgespräch. Kommt, Jungs, wir können gehen. Schnell, wir müssen uns... Ach, shit. Das hatte ich ganz vergessen. Die Stairway to Hell. Wie geil. Ah, oh, das ist schon das Ende. Ja gut, es ist ein Kurzadventure, das war klar, aber... Das ist einer der Gründe, warum ich meine Einkäufe bis zur Wohnungstür liefern lasse. Verständlich bei diesem Treppenhaus. Angstventure. Sehr, sehr, sehr nice. Vielen Dank fürs Spielen von Angstventure, dem kleinen, grotesken Trip in das fiktive Leben eines aufstrebenden Let's Players und Alleinunterhalters. Falls euch das Kurzadventure gefallen hat, dann schaut auch mal hier vorbei. Hey Jungs, ihr seid ja auch hier. Na klar, wir wollen uns doch verabschieden. Wo sind wir? Es ist so dunkel hier. Das sind die Credits, Karasa. Mir ist kalt. Sind ja nicht sonderlich viele Tester. Das ist wahr, ja. Ich glaube, ich bin blind. Die Rückmeldung der Tester war offensichtlich nicht groß. Oder der Entwickler hat keine Freunde. Oh, wie traurig. Mir ist schlecht. Besonderen Dank gilt den Personen, deren Konterfeis und liebenswerte Persönlichkeit als Referenz für die im Spiel auftauchenden Charaktere dienten. Wenngleich diese teils satirischen bis trotteligen Verzerrten dargestellt wurden, auf dass sie mir diesen kleinen Streich durchgehen lassen und wenigstens ein bisschen schmunzeln konnten. Ganz lieb sei Sergeant Rumpel und seine verrückte Community gegrüßt. O7. Hey, ist Sergeant Rumpel nicht der Vorgesetzte von Gong und Sarazza? Der meiste Dank gilt den Machern von Visionaire Studio, ohne deren grandiose und leicht verständliche Adventure Game Engine die Umsetzung dieses Projekts nicht möglich gewesen wäre. So. Die Musik swingt tatsächlich. Was? Eine Anspielung auf Stairway to Heaven? Wie kommst du da drauf? Mein Kopf brummt und es geht nicht weg. Sicher, dass es keine Referenz zu Highway to Hell sein soll?
Das glaube ich nicht. Immerhin ging die Musik in deinem Treppenhaus los. Ich mag die Musik. Ja. Ich muss mal. Sag mal, was ist eigentlich mit Zaraza so los? Ich glaube, er hat einen Nagellack getrunken. Ups. Der Klebstoff ist auch nicht mehr in meinem Inventar. Das erklärt einiges. Ich liebe den Geruch von Marzipan am Morgen. Wie Pan im März, verstehst du? Okay, wir sollten die Sache langsam beenden. Besser ist das. This is the end. Eine Frage hätte ich doch noch. Warum trage ich denn nun ein Feenkostüm? Ich weiß auch nicht, was den Entwickler dazu geritten hat. Es sieht auf jeden Fall lustig aus. Vielleicht will er damit andeuten, dass die Vollversion dieses Adventures einen In-Game-Store haben wird, in dem der Spieler mittels Micropayments überteuerte und nutzlose Skins kaufen kann. Das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Doch. Doch hat er. Schnell weg hier. Geil, geil, geil. Oh, hallo, schöne Frau. Karaza, nicht! Ah! Halt, laufen Sie doch nicht weg! Er hat seine Bettdecke verloren. Hallo? Hallo? Passiert noch was oder ist es jetzt tatsächlich vorbei? Hallo? Ich glaube, es ist vorbei. Oder nicht? Ich habe Angst, was zu verpassen, wenn ich jetzt zurück ins Hauptmenü gehe. Hallo? Ich glaube, es ist vorbei. Ich gehe ins Hauptmenü. Okay. Das war also Ong's Venture. Sehr witziges, kleines Click-and-Point-Spiel mit ultimativ vielen Insidern, Anspielungen und hast du nicht gesehen zu natürlich Gronkh. Ganz klar, er war ja die Hauptperson. Zatsch und Rumpel und Zaraza, aber auch Pizmeat, was ich ganz witzig fand, ganz am Anfang, das Werbeplakat. Sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Hat mir sehr gefallen. Also Hut ab an den Entwickler auf jeden Fall. Und ja, ich packe euch mal den Link in die Videobeschreibung zum also den Link zum Spiel. Es ist kostenlos. Man kann es einfach kostenlos downloaden. Man kann aber auch zusätzlich zum Download eine kleine Spende an den Entwickler dalassen und dann quasi so viel zahlen, wie einem das Spiel wert ist. Was ich an sich eine sehr nette Idee finde. Dass das Spiel zwar einerseits kostenlos ist, man aber trotzdem mit einer Spende den Entwickler unterstützen kann, wenn man möchte. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat das kleine Spielchen auch gefallen.
hat mein Let's Play gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem anderen Let's Play auf meinem Channel wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüssi!